Herzlich willkommen zu einem Unboxing. Dieses Mal geht es um eine Capture Card von Arbor Media. Das ist eine, die kann wirklich 4K. Also sie schleift es nicht nur durch, sondern sie kann auch wirklich auch 4K-Aufnahmen machen. Das ist das Wichtigste dabei. Deswegen habe ich mir die auch jetzt mal zum Testen bestellt. Die ist ein Warehouse-Artikel, deswegen war das schon mal auf gewesen. Also nicht wundern. Das macht das hin wieder ganz gerne mal, dass ich so Werbeartikel einfach mal zum Testen bestelle. Einfach mal gucken, was die so taugen. So, ich zeige euch aber erstmal kurz die Hardware-Spezifikation. Wo haben wir sie denn in Deutsch? Hier ist sie. Seht ihr das? Ja. Also 4K mit 60 Hz in HDR wird, also wird als Eingang. Und als Ausgang ist dann 4K 30 mit 30 Hz. Ja. Oder halt mit Full HD mit einer höheren Bitrate. Ja. Das Ganze soll auch für Mac funktionieren, für Windows. Ich werde es hier am Mac testen. Spezielle Software gibt es hier auch. Die habe ich mir auch schon geladen. Und dann mal gespannt. Gut. Da haben wir das Ganze. Ja, so ein kleiner Kasten hier. Das geht dann an den Mac oder PC und das hier, ja, Konsole, ne? Oder was ihr auch immer aufzeichnen möchtet. Okay, ja, das ist auch schon alles. Natürlich wird es ja auch Zubehör enthalten sein, das bedeutet Kabel. Ja, hier haben wir auch einmal diesen USB-C, aber interessant ist. Na gut, weil es eh nur 3.1 ist, macht das wirklich keinen Unterschied. Jetzt hätte man eigentlich auch nochmal gleich ein USB-C auf USB-C mitgeben können. Das wäre ja vielleicht auch sinnvoll gewesen. Okay. Ja, und hier haben wir nochmal ein HDMI-Kabel. Sieht mir aus nach billigster Natur. Aber schauen wir mal. Steht da irgendwas von Highspeed drauf? Nein. Ja, wird ein stinknormales Kabel sein, also nichts Besonderes. Okay, dann geht es jetzt dann zum Handbuch über. Sieht doch so aus. Ja, es ist natürlich auch hier in Deutsch verfügbar. Da hängt ein bisschen anders da aufgestellt, wie es aussieht. Also das ist jetzt alles dabei, ist klar. Produkt-Key-Card, das ist diese hier. Ach so, okay, das ist dann fürs. Das werde ich dann natürlich rausschneiden. So. Ja, also es fällt hier direkt auf, dass das Einzige, was deutsch ist, eigentlich nur dieser Bereich hier ist. Gut, ich weiß nicht, ich denke, viel ist auch wahrscheinlich nicht erforderlich, aber doch ein bisschen ein besseres Handbuch hätte man sich schon erwartet oder gewünscht. Ja, na gut. Das zu dem Handbuch hier. So, genau. Kabel und den ganzen Gedöns. So, und jetzt zeige ich euch mal, welche Capture Cards ich bis jetzt habe oder genutzt habe. So.
Diese beiden habe ich bis jetzt genutzt. Vorwiegend sogar nur diese. 16 Euro etwa. 180 Euro. Ich glaube 30, 40 Euro so im Dreh. Hier steht auch wieder 4K drauf. Man möchte meinen, dass es dann entsprechend eine 4K-Karte ist. Ist es aber nicht. Passt gut. Sie tut das Ganze vom Eingangssignal. 4K HDR 60 Hz schafft er. Ja. Das schafft er. Sieht trotzdem so ein bisschen seltsam aus. Aber er schafft halt nur bei der Aufnahme nur Full HD. Ja, mit dem hier. Eingangsquelle Full HD. Ich muss sagen, habe ich aber keinen Unterschied gemerkt. Wenn ich es dann auf 4K laufen lasse. Ja, und dann wird der Ausgang ist dann ebenfalls Full HD. Funktioniert sehr gut. Ich muss sagen, überraschend gut. Ja. Während diese hier irgendwann ziemlich heiß wird und ausfällt, bleibt die relativ stabil. Gut, das sind aber alles beide Capture-Karten, mit denen könnt ihr auch nur Full HD aufnehmen. Alles andere ist Quatsch. Das ist Hochskalierung, macht keinen Sinn. Ja, das ist jetzt hier eine Capture-Karte, die nimmt das 4K-Signal und gibt aber auch ein 4K-Signal wieder raus. Also nicht so gut. Ich meine, Xbox hat zum Beispiel 60 Hz. Das schafft sie hier zum Beispiel nicht. Das ist schade. Das wäre natürlich noch das Optimum gewesen, wenn jetzt hier noch die 60 Hz auch noch rausgegangen wären. Aber gut. Ich finde, zumindest hat man jetzt ein ordentliches 4K. Und auch eine gute Software. Ich bin gespannt, wie die Software auch an sich funktioniert. Da mache ich auch noch mal gerne mal ein paar Videos davon, wie die Software ist. Ja, was mir hier auffällt, ist, dass sie hier einen Lüfter hat. Und man sieht, dass die schon eine Weile lang aktiv gewesen ist. Da muss aber jemand schon ordentlich viel Dreck gehabt haben, dass sie schon so krass aussieht. Also man sieht schon echt den Staub. Ja, könnt ihr auch sehen jetzt, oder? Seht ihr es? Ja, das ist ein Warehouse-Artikel. Also der ist innerhalb dieser 30 Tage zurückgegeben worden. Könnt ihr mal sehen, was innerhalb von 30 Tagen anfällt. Ja. Gut, muss man aber auch Tiere haben etc. und vielleicht auch nicht ganz gepflegtes Wohnung, wer weiß. Ich weiß es nicht, wie das da aussieht, aber ich finde es schon bedenkenswert, dass man einen Artikel, der nur gerade 30 Tage alt ist, so Abnutzungsspuren hat. Heavy. Ja, gut, mal gespannt. Ich gebe euch Bescheid, wie es läuft. Grüßt euch. RecControl Express ist eine recht einfach gehaltene Software. Die Optionen sind ja, nicht so vielseitig, aber ausreichend. Und das Coole ist, dass das Programm eigentlich sehr gute Aufnahmen macht. Das heißt, an dem Programm her kann ich nichts auszusetzen finden. Das ist ein Top-Programm, bietet genug Möglichkeiten, wie ihr seht. Ja, unterstützt natürlich nur die eigene Hardware. Ja, schade, dass es nicht mit anderer Hardware auch funktioniert, aber ist ja auch klar, der Hersteller braucht natürlich nur die Software für seine eigene Hardware. Die funktioniert, wie gesagt, auch 1A. Hier hat man auch die Möglichkeit, zum Beispiel Bild zu arbeiten, das zeige ich euch nochmal später. Das Problem ist hier, was ich euch gerade zeige, ist, dass man leider beim Spielen öfters kein Signal bekommt. Ja, also diese Meldung, kein Signal. Und das ist gerade zwischen dem Wechsel immer. Ich muss sagen, dass man diese Meldung, also dass er kein Signal bekommt, bei anderen Karten, die billiger Natur sind, die quasi von 16 bis 30 Euro kosten, nicht hat. Ja. Ich musste auch letzten Endes das hin und her switchen von der Xbox zu demonstrieren mit diesen anderen zwei Karten durchführen, also mit der größeren von beiden, weil es einfach mit dieser Karte, mit dieser Kombination hier nicht möglich war, leider. Das war echt schade, weil die Live Gamer Ultra ist eigentlich eine tolle Hardware, aber hat leider nur über große, große Umwege teilweise funktioniert. Also selbst die PlayStation hat überhaupt nicht funktioniert. Ich musste über große Umwege gehen, auch über OBS Studio musste ich gehen. Aber wie ihr sehen könnt, ist die Leistung von dieser Live Gamer Ultra ja, Game Capture Karte echt toll. Da ruckelt nichts, läuft alles sehr flüssig. Ist ein schönes Gameplay. Man merkt, dass die Latenz einfach passt, ja. Das ist das Schöne dabei.
Da hat man bei den anderen Gamecards natürlich richtig Probleme. Da hat man dann meistens eine ganz schlechte Latenz. Und das ruckelt das auch später, das ganze Bild. Also es ist nicht schön und man kann es eigentlich gar nicht mehr verwerten. Deswegen ist dann schon eine Mindestvoraussetzung, gerade wenn man 4K-Aufnahmen machen möchte, doch wichtig. Ja, die Karte kann jedenfalls 4K-Eingang und Ausgang, das schafft ihr beides, aber beim Spielen leider nur bedingt. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich weiß nicht, ich habe es einfach nicht hinbekommen, regelmäßig das Ganze so zu hinzubekommen, dass ich die Spiele zocken konnte. Und das zeige ich aber nochmal am Ende von dem Ganzen. Na, wenn man jetzt wieder geht, dann sieht man jetzt wieder kein Signal. Auch gleich wieder kein Signal. Ist halt eine störende Meldung. Funktionieren tut das dann meistens, ja. Aber nicht bei allen Games und wenn es dann nicht funktioniert, dann funktioniert es auch überhaupt nicht mehr. Also es ist sporadisch. Aber wie man sieht, alles super flüssig. Da ruckelt nichts. Einfach schön. Ne? Zum Aufnehmen einfach Bombe. Oder zum Streamen. Ne? Ist auf jeden Fall schön. Aber man muss halt schauen, dass man, ja, über die Konsole geht das, denke ich mal, eher schlecht als recht. Ich weiß nicht. Also ich habe das Bild jetzt nur an der Konsole dran gehabt. Das heißt, HDMI direkt nur in den Eingang. Den Ausgang habe ich überhaupt nicht bedient. Und ja, habe es trotzdem nicht hinbekommen, dass ich über diese Game Capture Card spielen konnte. Das heißt, es gab Games so wie Worms. Das funktioniert in der Regel. Es gibt aber auch andere Games, die gehen überhaupt nicht. Und dann kommt einfach nur noch kein Signal. Zeige ich aber alles später. Ich habe das alles aufgenommen. In meinen Versuchen, das Ganze irgendwie zu demonstrieren, also selbst aufzunehmen und dann gemerkt, okay, es funktioniert nicht. Ich habe dann nebenbei einfach mal die Aufnahme laufen lassen, um einfach mal zu zeigen, wie es ist. Ja, ich finde es jedenfalls von der Leistung her top. Klappt super, da ruckelt nichts. Auch OBS Studio habe ich auf die Qualität von 60.000 Bitframes, also Bits geändert und hat alles bestens funktioniert. Das Bild ist echt super geworden. Und vor allen Dingen ruckelt auch nichts. Ja, man kann auch hier unten die CPU-Auslastung sehen. Ist alles top. Nichts im roten Bereich. Die CPU braucht gar nicht viel Gas zu geben, weil halt die Hardware hier die meiste Arbeit erledigt. Ja, also hier habe ich mich jetzt erstmal bemüht, nur Spiele zu zeigen, die funktionieren. Deswegen nicht wundern, erst wenn ich diese Games durch habe, zeige ich euch das Ganze, wie es nicht funktioniert. Ich möchte euch aber erstmal die Performance demonstrieren, weil gerade das Gameplay ist ja wichtig wegen der Latenz. Wie lässt sich das Ganze spielen? Und ihr seht, es ist so flüssig, als würdet ihr direkt am Fernseher spielen. Macht keinen Unterschied. Wollen wir hierhin wieder mal so gleich der Ruckler merkt, ne? Da merkt man schon mal, dass das so, aber ich denke, das liegt nicht an der, ja, an der Aufnahme selbst. Weil die ist ja laut der CPU und laut den RAM entsprechend gut.
Ja, sonst ist halt keiner dabei, weil den habe ich nicht aufgenommen, weil ich halt eine Bildschirmaufnahme gemacht habe auf dem Mac über QuickTime. Da ist leider keine Audioaufnahme inbegriffen. Schade eigentlich. Aber Apple hat das wohl nicht gewollt. So, und hier kommen wir zu den Stream-Eigenschaften. Also YouTube, Facebook, Twitch, alles möglich. Mikrofoneingänge entsprechend auch möglich zu einzustellen, wie man es mag. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, Bild in Bild zu arbeiten. Das ist auch eine ganz coole Funktion und die funktioniert auch sehr gut. Da könnt ihr dann zum Beispiel eure Webcam einblenden, das heißt das Spiel selbst und dann halt eure Webcam dabei zum Beispiel. Ja, so um zu streamen zum Beispiel ist es dann ganz cool. Ja. Könnt ihr auch hier nochmal Text reintun, also da gibt es einige Möglichkeiten. Ich finde, es ist echt super. Das Programm an sich ist echt top. Ein sehr schönes Programm. Direct Central ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also Top-Programm auf jeden Fall. Aber es könnte halt nochmal so ein Tick mehr Einstellungen brauchen. Das wäre halt schon cool. Aber ich finde, es ist ein sehr cooles Programm. Und wie man hier sieht, kann man auch die FaceTime, ne, also die Webcam entsprechend integrieren. Ne? Ja. Hier ist ja der Aufnahme-Button, der Screenshot-Button, wo ihr dann Bildschirmausdruck machen könnt. Sondern die Kopfhörereinstellung und da geht es nochmal zu den Einstellungen selbst. Hier ist dann nochmal der Performance-Test. Meiner ist da leider durchgefallen, wie man sieht. Ja, diese HDCP überprüfen. Die muss ich ausmachen wie eine PlayStation, sonst wäre da gar nichts gegangen. Ja, und hier sind dann die Clips, so, die ich aufgenommen habe. Ja. Da geht es dann zur Hersteller-Webseite. Hier wieder zum Aufnahmemenü. Ich kann auch entsprechend, ne, direkt aufnehmen, geht ohne weiteres. Muss erstmal warten, weil die Festplatte gerade jetzt erstmal geladen werden muss, also initialisiert werden muss. Das braucht dann beim Mac manchmal eine Weile, wie man sieht. Apple eben. So, dann geht's auch schon los. Wenn die Aufnahme geht total easy, wie ihr seht, also dann könnt ihr auch nochmal die Aufnahmequalität auswählen. Also die Auflösung zum Beispiel, den Codec auch auswählen. Wobei der 264er besser ist. Und hier habe ich halt nochmal für die so eigene Einstellung gemacht, ne? Wegen der 4K-Auflösung. Das hat er mir vorher halt nicht angeboten. Und High ist natürlich zu bevorzugen, gerade wenn die Qualität einfach besser sein soll. Ja, das waren die Einstellungen für die PlayStation 4 halt, dass man die PlayStation auch mal zeigen konnte auf 4K, weil die eigenen Clips ja leider nicht auf 4K aufgenommen werden. Und hier sind halt auch mal die Qualitäts Codierung. Das ist aber, da habe ich aber den Standard belassen, alles andere ist nicht so toll. Und hier wird es auch nochmal genauer erklärt, für was das eine und das andere ist. Ist eine coole Funktion, definitiv, gerade für Screen, eine total coole Funktion. So, das zeige ich euch nochmal die Leistung von meinem Rechner, dass man die auch nochmal sehen kann, während das Ganze dann läuft. Jetzt mehr gerade im Mittelbereich, Funk ist, wird nur das Bild aufgebaut. Also nicht viel Leistung, ne?
Aber Speicher ist auch genug frei. Und los geht's. Ja, zeige ich euch gleich mal, wie schnell das geht. Also ihr seht, die Latenz ist bestens. Da ruckelt nichts, da gibt es keine Verzögerung, das geht instant. Und was die Leistung betrifft, seht ihr, dass es auch keinen großen Anstieg gibt. Klar, man sieht natürlich hier, dass jetzt die Rack-App natürlich entsprechend mit 50% CPU-Load am Arbeiten ist. Ist ja normal, irgendwas muss getan werden, ist klar. Und hier doch nochmal die 44%. Aber das passt, ich finde, das ist in Ordnung von der Leistung her. Wenn man die komplette Leistung des Systems betrachtet, ist es alles im grünen Bereich. Ja, die Hardware benimmt jedenfalls ihre Arbeit, entlastet damit die Hardware am PC und damit sind eure Aufnahmen flüssiger und haben auch kein Ruckeln. Praktisch. Es fehlt bei den kleinen Karten halt, dass man diese Aufnahmequalität hat, ne? Also in dieser hohen Auflösung halt, in ruckelfreien Qualitäten. Full HD könnt ihr mit den kleinen Karten ohne weiteres aufnehmen, das klappt. Aber auch hier gibt es eine kleine minimale Latenz. Die ist hier komplett weg. Also hier könnte man theoretisch wirklich am Mac spielen oder am Windows-Rechner einfach spielen über diese Karte. Das würde funktionieren. Das würde echt gehen. Aber auch nur bei einigen Games. Und da reicht es auch nicht, wenn ihr die Auflösung runterdreht. Das zeige ich aber später, wie gesagt, das könnt ihr dann später sehen. Hier nochmal die Einstellung vom welche Einstellungsmöglichkeiten hier gegeben sind. Ja, hier haben wir die Quellen. Ne? Das habe ich ja einmal angelegt. Das ist diese Überschrift hier oben. Die könnt ihr dann direkt wieder löschen. Das ist genau. Und dann ist halt die eigene Karte. Und hier kann man auch die Auflösung dingfest festmachen. Ne? Und könnt ihr auswählen, welche Auflösung ihr haben wollt. Das ist der Eingang. Ne? Also, wenn hier eine niedrige Auflösung eingestellt ist, nehmt ihr auch nur niedrig auf. Weil dann ist das Eingangssignal einfach niedrig. Dann macht das Ganze keinen Sinn. Deswegen habe ich hier jetzt auch 4K eingestellt, weil es macht ja auch sonst keinen Sinn. Ich meine, was hol ich mir eine 4K Capture Card, um mit 4K aufzunehmen? So, hier haben wir das Fail-Programm. Hier könnt ihr genau sehen, was hier in dem Ganzen schief läuft. Kein Signal. Ja, das passiert, wenn ihr ein Game starten wollt und dann kommt kein Signal. Das war's. Was macht man jetzt? Ja, wenn man am Fernsehspiel ist, ist kein Problem. Dann geht man aus dem Game raus und geht man wieder ins Xbox-Menü und dann kommt das ganze Signal wieder zurück. Spielt man jetzt so über den Bildschirm, so wie ich das jetzt in dem Moment gemacht habe, muss man am besten die Konsole erstmal ausmachen, macht sie neu an und dann ist man wieder im Menü, so wie ich das jetzt gemacht habe. Aber ist halt nervig, wenn man dann wieder drauf drückt und man wieder dasselbe Problem hat. Ja? Also mit dieser Capture Card gibt es kein sorgenloses Zocken am Bildschirm und auch kein perfektes Zeigen am Bildschirm. Ich habe es nicht hinbekommen, euch dieses Quick Resume zu zeigen. Es war nicht möglich. Es ging nicht. Und das ist halt ein riesen Fail. Diese Karte kostet 180 Euro. Und im Endeffekt muss ich eine 30-Euro-Karte nehmen, um mit Full HD dann diese Sachen aufzunehmen. Ja. Weil es hat funktioniert. Klar, Latenz natürlich nicht die beste gewesen. Also da hat man bestimmt ein bisschen schlechtere Latenz, aber hey, es hat funktioniert. Das ist halt hier nicht der Fall. Ja, hier geht's mal und mal geht's nicht. Ja. Ja, auch dieses Game habe ich zum Laufen gebracht und mal geht's nicht. Ne? Also es bleibt einfach hängen. Ne? Also man kriegt kein Signal. Das Spiel an sich läuft normal weiter auf der Konsole, aber ihr kriegt kein Signal, warum auch immer.
Und ich habe das auch schon mit OBS Studio ausprobiert. Das meldet genau dasselbe, kein Signal. Liegt also nicht an der Software, sondern liegt an der Hardware. Die Hardware tut das einfach missinterpretieren. Ich weiß nicht, aber die kriegt ja ein Signal. An dem Signal will ich nicht groß was geändert haben. Full HD ist Full HD und 4K ist 4K. Und es waren auch nur 60 Hz eingestellt. Ja, keine Ahnung. Kriegt er nicht hin. Ja, sollte er aber hinbekommen. Andere Karten, die 4K durchschleifen, kriegen es hin. Komisch, oder? Ja. Hier habe ich jetzt mal auf Full HD runtergestellt gehabt, das hat auch nichts gebracht. Ja, also. Das ist ja das Tragische dabei. Auch die Auflösung runterzustellen hat nichts gebracht. Jetzt geht man hier wieder ins Game rein, ne? Mit Quick Presume. Typische Meldung, no Signal. Ja. Und das war's. Hier kein Signal, also ich habe da jetzt mal zwei Videos zusammengeschnitten und ja, es funktioniert nicht. Das sind halt diese Momente, wo man dann eine Capture Card für 180 € hat, die aber nicht funktioniert. Gerade in diesen Momenten, wenn man spielen will. Ich meine, im Menü ist alles cool, da könnt ihr die Karte benutzen, das klappt perfekt. Aber wenn man jetzt so das Ganze machen möchte, keine Chance. Jetzt funktioniert das Ganze mal, ne? Genau, stelle ich das mal um. Man versucht ja auch mal andere Problemlösungen, ne? Vielleicht geht es damit, ne? Vielleicht liegt es an dieser Einstellung, dass es nicht geht, ne? Man testet, ne? Aber was bekommt man, wenn man die Einstellung ändert? Resolution nicht unterstützt. Ja, dann unterstützt das Resizing nicht. Ja, warum tut er das nicht unterstützen? Keine Ahnung. Ist meiner Meinung nach auch ein Fehler, das sollte auch gehen. Find, das klappt alles hinten und vorne nicht. Gerade da, wo die Karte eigentlich funktionieren sollte, tut sie es nicht. Und deswegen habe ich sie auch wieder zurückgeschickt. Weil sie sowieso nicht hinten und vorne funktioniert. Ja, da kann man mit den 30-Euro-Karten dann lieber Full HD aufnehmen. Da hat man mehr Freude mit. Und da funktioniert es auch einigermaßen flüssig. Aber euer PC muss halt mehr schuften. Das heißt, wenn ihr einen guten Rechner habt, funktioniert das ganz super. Wenn ihr einen schlechten PC habt, solltet ihr es lassen. Dann braucht ihr eine bessere Hardware. Ja, hier so ein Menü funktioniert alles bestens, wie man sieht, ne? Wenn man dann umstellen möchte, zack, kein Signal, ne? Ja, wieder die typische Meldung. Und man kommt halt nicht weiter. Ja. Ich weiß dann aber, wenn ich was umstellen möchte, dann muss es doch auch funktionieren. Ja. Ich meine, ich stelle es auf Full HD um, dann sollte die Capture Card auch damit klarkommen, dass ich auf Full HD umgestellt habe. Tut sie aber in dem Moment nicht. Das ist halt ja, doof. So, ich habe das hinbekommen und jetzt hat das mal funktioniert. Ich bin gespannt, aber ja, cool. Jetzt bin ich sogar im Game drin. Das klappt sogar. Schön. Jetzt versuche ich mal ins nächste Game zu gehen. Und ja, wieder dieses kein Signal. Ne? Also wieder habe ich schon wieder eine Meldung. Das Problem ist, es ist sporadisch. Mal geht's nicht. Wir könnten ein Spiel spielen, mal geht's halt nicht. Ja, das ist halt echt doof. Also keine Zuverlässigkeit im Moment. Man kann es halt nicht benutzen zum Aufnehmen. Ich habe jedes Mal immer versucht, euch das Resume Play zu zeigen und ja, leider ist jedes Mal, wenn ich dann ein, zwei Games gestartet habe und es funktioniert hat, das dritte Game dann hängen geblieben und dann gab es kein Signal. Ja, insofern, die Karte ist nicht brauchbar, meiner Meinung nach, aber ein schönes Konzept, aber leider irgendwie unbrauchbar.
Warum auch immer, das mit dem No-Signal verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht.